Hallihallo, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battle Block Theater mit mir, dem NDP, und dazu haben wir dann auch wieder den Basti. Ba, 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 ba. Ich bin gerade ein Pilot. Wir Und ich machen gehe in jetzt den Boss Boss. Level von 5. Los geht's, Whee! Los geht's. Sehr gut. Jetzt heißt es beeilen. So, wollen wir mal. Oh Gott, ich ja schon sehe, ne? Ich auch. Das wird, glaube ich, nichts. Doch. Upsi. Vielleicht sollte ich. Oh, was? Ich muss dich darüber werfen, sagt mir die Anzeige da. Ach, die lügt. Die hat doch keine Ahnung. Oh Gott. Na, ich lebe doch. Geht ja doch. Ich weiß zwar nicht, wie du darüber gekommen bist, aber. Ich hoffe so. Was? Geh bitte weiter. Ich bin dabei. Boah, Alter, ist das nervig. Da kann man noch nicht lang. Bin ich da richtig? Sehe. Ah! Der Block in der Mitte sah ein bisschen nicht gerade vertrauenserweckend aus. Was für ein Cool. Oh Gott. Man kann hier nicht runterkrabbeln? Nee. Das ist eine Wolke. Und? Wie willst du die Wolke krabbeln? Wolke 7 und so? Oh, oh Gott. Fuck. Oh Gott. Oh, deine Leiche hat blockiert. Das hätte ich nicht erwartet. Deine Leiche hat blockiert. Oh, bitte geh weiter. Boah, was? Was ist das denn für ein Wiederbelebungspunkt? Oh. Was ist das denn für ein Wiederbelebungspunkt? Ich komme gerade nicht mehr mit. Pass bloß auf, was da jetzt passiert. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich erwarten soll. Oh Gott. Das? Es regnet Steine. It's raining man. Ich würde aber gerne mal gucken, was da oben ist. Vielleicht ist da irgendwas versteckt, aber irgendwie. Nee, nicht so wirklich viel Auswahl für. Vögelchen! Nee, es ist ein Hai. Wenn du von mitgehört hast, das soll ein Hai sein angeblich. Ah, Hai geht da oben lang und dann können wir auch lang. Okay, schön. Hai muss wieder lang. Hai muss lang und dann hab ich dich. Geh du da lang, ich schnapp hier den Checkpoint. Hai macht gerade nicht an. Okay. Genau, schnapp dir das und ich geh hier lang. Oh shit! Hättet ihr noch so ein schönes Zylinderplümpel? Schlag mich nicht. Mach bitte. Wir haben noch 6 Sekunden. Nein, da ist ein Wolkenmann! Ist egal. Wir haben es geschafft. Wir haben eh alle Waffen, von daher. Ach, das ist ja so ein Boden. Ah. So Pipifax. Vergiss, was ich gesagt habe. Vergesst, was ich Ich danke dir, Bro. Ich glaube, das Leben gehört. Ja, aber ich danke, muss ja auch nicht weitergekommen. Lauf da immer weiter. Bin dabei. Bin dabei. Ich hab dir geholfen. Okay.
schwer sein gerade. Was ist denn los? Oh, es sind noch mehr Kreissägen. Ja, ich habe mir einen Zylinder hier hingesetzt. Na, wenigstens bist du jetzt dann meinen Kopf hochgekommen. Okay. Ihr kriegt das hin, vertrau mir. Ah, rutschen, okay. Rutschen. Ich war noch dran. Schau. Kanye, Kanye. Ich hab doch wohl hey gesagt. Scheiße. Wir müssen da irgendwie hoch. Egal wie, aber wir müssen da hoch. Nicht so. Aber so ist es ganz gut, glaube ich, ja. Ich hab's gekriegt. Das ist gut. Knut tut gut. Ich hab das gekriegt. Aber nicht ein Checkpoint. Aber du hast ihn. Was ist hier los? Wir müssen uns beeilen, glaube ich. Okay, gut, alles klar, alles klar. Okay, unten ist gut. Ach so, da ist ein Venti. Jo, schnapp's hier. Ich hab die Fährst geschafft. Jawoll! Alter Falter. Das schmeckt gut. Ey, wir sind famous. Mhm. Wie die Serie. Mhm. Oh, Kapitel beendet. Psst. It vexes me so. It truly does. Where did it come from? Well, children, some say the hat was blessed by a voodoo witch doctor and then cursed by another voodoo witch doctor 20 minutes later. Others claim Perham was adventuring through the treacherous caves of the Nightmare Princess when he found the hat perched atop a giant ruby. A ruby that naturally formed into the shape of a skull. A human skull. Ah! But you know what I think, children? I think the hat is haunted by all the souls of its previous owners. All their dreams. Oder das verfluchte böse Wort. Together in a frantic, poisonous scramble of grumpiness and conflicting viewpoints. Warum sagst du mir nix? Guck das. Die kenne ich! Die kenne ich sehr gut, du auch? Hm. Und die haben wir schon mal gekämpft? That's fine. And not just anyone can don the hat, you know. It calls out only to those who embody the exemplary qualities required. Charity, bravery, handsomeness, gentlemanity, inoffensive smell, etc. And of course, proper head size. Guess that explains why cats can't wear it. Plus, whoever heard of a cat in a hat? That's preposterous. And heavy weighs the crown. He who wears the hat calls the shots, and in a time long forgotten, maintained balance and ensured that everyone was plump and happy and wanted for nothing. All good things come to an end, children. Well, that's not entirely true. I figure pizza will always exist. But this hat, let's just say its days of benevolent guidance are long over with. You might as well flip it over and use it as a toilet. I mean, Hattie hasn't lifted a finger to spread the wealth or encourage smiles, and the theater staff is really starting to feel unappreciated. Oh, oh look, this smoldering unrest is giving birth to a precious little storm cloud. Oh, look at his little raindrops. And if things don't change around here, this little cloud's gonna grow up into a big, giant, scary cloud and spray us all with a drenching downpour of horrifying madness. Don't lose sight of your mission. Hattie needs you more than ever now. And I know things look bleak. Aber echt sehr simples Englisch, ja? Plus, if you rearrange the letters, it spells peace losh. The last part was probably unnecessary, I'm sorry. Ja, da sind wir auch wieder. Weiter geht's, würde ich sagen. Du bist schon auf einem guten Weg. Ich komm mit. Ich versuch's zumindest. Das freut mich. Akt 6. Und du verstehst, was ich meine. Ja. Hm, soll ich mit reingehen? Shame on Hattie Haddington. Der heißt Hattie Haddington.
Hattie Hattington. So wie unser neuer Lieblingsfilm, Paddington. Paddington schwer. Ich glaube, so müssen wir das machen, kann das sein? Ja, du könntest dich auch auf die Kohlen da fallen lassen. Wäre vielleicht eine Variante. RT und werfen. Da ist noch ein Wolf neu. Da oben ist noch eine. Ich würde sagen, spring einfach auf meinen Kopf ab. Oder wir machen es so. Ganze Nacht schaffen. Ich weiß, es war wie ein Reh. Hey! Oh fuck, ich bin da so. Ich auch. Oh fuck, kannst du mich bitte mal werfen oder sowas? Dankeschön. So einen Grund geben, oder? So einen Grund geben. Ah! Da muss der Block rein. Der Stein. Ah. Er kommt schon. Oh fuck. Ja, dann weiß ich, wie wir das machen müssen. Das freut mich zu hören. So in etwa? Ja, so ist super. Sorry, nochmal vom Anfang. So, nehmen wir jetzt einfach die ersten, würde ich sagen. Genau. Da, dann du. Oh, da rutscht der runter. Ja, er war auch ein Block. Kannst du ihn da hochwerfen? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube nicht. Nee. Okay, dann nehmen wir ihn hier hin. Warte, ich sehe ihn mal kurz raus. Springen wir nicht drüber. Sitzen mal ab. So. Okay. Also nur auf dem zweiten. Okay, kommt der hier nach. Warte, ich spring dich mal hoch. Oder du machst es so. Könntest du hinkriegen. Ansonsten hast du mich. Als Standpauke. Ich bin praktisch, ja? Du bist sehr praktisch. So. Jetzt kommen wir auch da oben hoch. Klingt schon ganz gut. Allerdings frage ich mich jetzt trotzdem, wie wir da unten rankommen. Das kommt alles mit der Zeit. Unsere Lieblingszeitung. Ich mag die Zeitung. Na, geh du lieber vor. Du hast mehr Ahnung gerade. Bist du mehr in der Lage als ich. Checkpoint. Kannst kommen. Ui. Was so geplant ist. Bist du Pups? Ja. Ich glaube schon. Upsi. Jeder Mensch Pups, meinst du, oder was? Checkpoint. Da ist noch so ein Ding. Ah, oh, ich sehe es. Oh! Wow! Ich hab's! Oh, eine Tür.
Oh, wie lieb, dass sie mich hier unten spawnen lassen, oder? Dabei ist er oben der Checkpoint. Wofür gibt's Checkpoints, wenn man dann doch nicht bei den Checkpoints startet? Warum kann ich da unten auf diese komische Plattform stehen, ohne dass ich da getroffen werde? Shit. Was war jetzt los? Darüber oder was? Jo. Da unten steht ja dieser Bastard. So, jetzt kommen wir. Ich glaube, wir haben auch alle Stellen. Boah, das verwirrend, Alter. Vor allem, das war ja das Boss-Level, ja? Immer noch ein Boss-Level. Nee, ich finde das. Wir sind doch im Raum 6 jetzt. Das ist das erste von Raum 6 gewesen. Siehst du, guck? Ja. Akt 1? Akt 1, 2, ja. Aber halt Raum 6 irgendwie, keine Ahnung. War doch richtig so, oder? War es falsch? Ich weiß nicht. Das fühlte sich richtig an. Geh mal. Na, geh mal dahin. Aber du musst. Ich schieße dich quasi rüber, aber du musst dann springen. Zum Schluss. Okay. Hops. Genau. So, jetzt komme ich. Hui! Sehr gut. Ah. Oh Gott. Oh. Was war das denn jetzt? Ich hab doch gar nicht den Schalter berührt. Oh Gott, ich will die Kacke nochmal machen. Warte, warte mal. Los. Wir hören Scheiße. Okay, du gehst da ganz rechts hin und ich mach dir die Plattform weg, dass du durchspringen kannst. Eins, zwei, drei! Okay, jetzt mach das gleiche für mich. Upsi. Der kommt sogar bei mir raus. Oder auch nicht. Dann machen wir so. Oh, so. Sehr schön. Wer ist oh unten? Gott, oh Gott, nicht das Vieh, nicht das Vieh. Doch, da gehst du jetzt hoch. Warum ist dir das wieder? Basti. Ich mag das Vieh nicht. Ich hab Schluck auf. Ja, Lock ist weg, danke. Du sollst einen Teleporter nutzen. Reitende Schweine, reitende Schweine, yay! Lass uns schnell weg hier! Angst! Steh auf mir! Halt es aus. Mach den Ventilator aus. Ich hab doch hier das Ding. Mach du das denn aus? Mach mal so. Ist das gleich noch auf der anderen Seite oder was? Na, den Ventilator kriegen wir nicht aus. Wir müssen das Ding draufschieben. Irgendwie. Irgendwie. Oh, Moment. Ich hab eine Idee. Feuer? Also man kann das rüber schießen.
Upsi. Ich versteh's grad nicht. So gut. Aber oh, weil. Ne, kriegen wir es nicht ran. Nee. Nee, scheiße. Hey. Was brauchen wir für das Ding hier? Wenn wir eine Knäuel haben wollen. Ja, das wollen wir ja. Oh, warte, warte, warte. Komm mal. Komm mal her. Zieh das mal. Aber wirklich nur ziehen, genau. Und ich schieße dich dann rüber. Und dann lässt du in dem Moment das Ding los. Ah! Und boom! Wollen wir die Position tauschen? Okay. Genau. Moment, Moment. So, perfekt. Würde ich sagen. Mr. Delta. Oh, fuck. Upsi. Schnappst du das noch da oben? Da ist noch was? Ja. Oh! Okay, jetzt kannst du rein. Jetzt haben wir sogar alles. Sehr schön. Hui! War mal was anderes. Vor allem das Wollknäuel war sehr interessant. Das war sehr pfiffig, ja. Aber für uns natürlich kein Problem, ne? Meinst du, zwei geile Typen? Komm schon. Komm zu mir. Ich werf dich rüber, habe ich gedacht. Ja. Siehst du den Edelstein da unten nicht? Doch. Ich wollte bloß gucken, wo mich der Weg hier hintreibt. Oh Gott. Oh Gott. Spring von mir ab. Nee, ich hab's abgefangen. Oh Scheiße. Hey, wir sind oben. Gut. Ich mache hier kurz den Speicherpunkt. Wofür ist das Ding da? Welches? Der Typ da oben. Der da beschützt da irgendwas oder zu ärgern. Nein, das habe ich schon geholt gerade. Ah, da habe ich nicht drauf geachtet, scheinbar. Deswegen war ich ja oben. Wow! Weil ich ursprünglich dachte, es gehört dazu, aber gehörte es nicht. Ja. Ich hasse Schieß mich hoch. Verzeihung. Upsi. Nee, das willst du nicht. Nee, das wird so nix. Dann einfach drauf los. Lauf. Oder nicht. Oh Gott. Ach Mann ey, das will ich doch nicht. Sorry. Nee. Ah Mann, oh. Ich glaube, das muss so gemacht werden. Oder so. Kannst du dich von hier aus rüber? Wohin denn? Achso. Na, auf das Ding da. Ich probier's. Oh, okay. Und dann musst du jetzt da zum nächsten Ding immer so weiter. Oh. Oh. Schaffst es. Sieht sehr gut aus. Oh. Es sah mal gut aus, sagen wir es mal so. Aber ich war schon nicht schlecht. Mussten wir lassen. Ja, das ist auch in Ordnung. Ich komme zu dir. Geh bitte. Okay. Danke. Aha.
Oh! Oh Gott! Ich hatte Angst! Ist das geil! Ich hatte Angst! Oh mein Gott! Der hat uns eiskalt ausgekackt! Ist hier irgendwo was? Da. Okay. Und da ist da was. Da ist auch was. Aber da ist der böse blanke Horror. Upsi. Oh Gott, das kriegen wir. Wir haben's. Man kann es auch so machen, ja. Jetzt haben wir alles, was es hier zu holen gibt. Oh Gotti. Lotti? Oh Gotti, habe ich gesagt. Lotti Karotti. Oh Gott, was ist denn das hier für eine? Das ist doch eisig. Ich weiß nicht, ich mag diese grüne Brühe. Erinnert mich an Linsensuppe oder Erbsensuppe. Erbsensuppe, ja. Sagen wir Erbsensuppe dazu, bitte. Bitte, lass uns Erbsensuppe sagen. Was? Nee, wir nennen es jetzt Linsensuppe. Das ist deine eigene Schuld. Oh, Blut, Schweiß, Tränen und der Okama Way. Aber... drei Dinger gepackt. Wie geil ist das denn? Ja. Du suchst mein iPhone, nehme ich an. Nee, ich such die Flips. Habe ich schon gefunden. Die sind dir. Was hältst du davon? Wir können 4 neue Hüte kaufen, Alter. Alla. Waffen brauchen wir ja nicht mehr, oder? Achso, ich könnte das eh nicht nachgucken. Oh. Oh, cool. Das mit dem Schal, das habe ich schon. Also nicht ich, also hier, sondern bei meinem Spiel habe ich das. Geil, Football! Oh, oh Stick, hier Stitch fällt. Eine gute Rübe. Ich bitte um Verzeihung. Ich kann dir nichts mehr kaufen. Nee, wir haben alles. Es geht nur online. Mit anderen. Achso, da steht ja auch, ich biete. Ja, ja, also wir können nichts tauschen. Weil wir sind ja quasi... Was ist da? Wir teilen uns ja... auch so ein Ding. Ah. Das ist genau das gleiche nochmal. Warum? Na, damit ich noch gleichzeitig mit dir tauschen kann oder so, keine Ahnung. Du kannst ja insgesamt zu viert spielen. Okay. Ach, Manometer, ist das ein schönes Spiel. Violett. Lass mal eine Runde Violett spielen. Hm? Jo. Hm. Dann können wir mal eine Runde machen. Aber leider erst in der nächsten Folge. Oh mein Gott! Wenn es wieder heißt... Guck dir mal den Frosch an. Wenn es wieder heißt... Guck dir mal den Frosch an. Mit mir dem LLP. Und dazu haben wir dann auch wieder den... Frosch. Den Basti und den Frosch. Bis dann, Leute. Oh, wir losstarten. Tschüss.